Denke ich an Schönebeck, heute mit Frank Schieweck, ehrenamtlicher Geschäftsführer des Allgemeinen Behindertenverbandes in Sachsen-Anhalt e.V. Denke ich an Schönebeck, dann denke ich an Heimat. Schönebeck ist meine Geburtsstadt. Ich lebe wirklich ununterbrochen seit über 50 Jahren in dieser Stadt. Ich denke dann an eine Stadt, die in einem stetigen Wandel begriffen ist, von einer reinen Industriestadt hin zu einer Stadt, die auch einen Kurstandort hat und die auch ganz viel für die Erholung ihrer Gäste und ihrer eigenen Bürger tut. Denke ich an Schönebeck, dann bin ich stolz auf das Erreichte, dann denke ich natürlich an die Menschen, die hier leben. Und das sind in meinen Augen Menschen von einem ganz besonderen Schlag. Man kann das sprichwörtlich mit der harten Schale und dem weichen Kern umschreiben. Das heißt, der Schönebecker kritisiert gern und kritisiert schnell und kritisiert viel. Aber auf der anderen Seite packt er auch, wenn es drauf ankommt, mit an. Und was ich besonders an den Schönebeckern schätze, ist ihre Hilfsbereitschaft, die wir letzten Endes unter anderem bei den großen Hochwassern gesehen haben, die unsere Stadt heimgesucht haben. Da hat also niemand gefragt, sondern haben alle mit angepackt, um die Stadt und ihre Bürgerinnen zu schützen. Ich finde es nicht schön, dass es sehr häufig Menschen gibt, die etwas mit wenig Achtung an die Sache herangehen und dass die Stadt an manchen Ecken vielleicht etwas schmutziger wirkt, als es sein müsste. Also wenn jeder sprichwörtlich vor der eigenen Haustür kehren würde, wäre die Stadt schon um ein Wesentliches schöner. Also es gibt keinen direkten hässlichen Ort, aber ich denke mal, wir könnten alle etwas dazu tun, dass Schönebeck überall noch schöner wird, als es jetzt schon ist. Ich glaube, dass also Schönebeck dieser so ein Ruf fehlt, dass es hier schön ist, dass es hier lebenswert ist, dass es sich lohnt, diese Stadt zu besuchen oder sich hier anzusiedeln. Das ist so ein großer Begriff, der sich aus vielen kleinen Mosaiksteinen zusammensetzt. Da sind andere uns schon eine Nasenlänge voraus. A, weil sie bekannter sind aufgrund der Geschichte. B, weil sie sich einfach besser verkaufen können. Und ich finde, hier müssen wir gemeinsam ein bisschen Bescheidenheit ablegen und einfach einen Schritt nach vorne gehen und mit dem, was wir haben, auch wirklich mit den Funden, die wir haben, wirklich wuchern. Also aus meiner vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeit muss ich sagen, Netzwerkarbeit funktioniert in Schönebeck gut. Also man weiß sehr schnell, wer wo sitzt, wer wie helfen kann. Und in der Regel bekommt man auch keinen Korb und keine Ablehnung, wenn man um Hilfe fragt. Also das Miteinander funktioniert wirklich gut in Schönebeck. Also wir sind schon eine Einheit, auch wenn es manchmal vielleicht nach außen nicht so wirken mag. Unsere Stadt hat sich in einem ganz interessanten Spannungsfeld entwickelt. Wir waren eine wirklich reine Industriestadt, die zwar immer so einen kleinen Gesundheitssektor in Bad Salzuflen hatte. Und wir haben uns auf diesem Standbein ganz stark erweitert. Diesen Gesundheitstourismus für unseren Solepark anzuregen, war in meinen Augen ein richtiger und ein wichtiger Schritt. Und für die Zukunft sehe ich die Aufgabe, oder für die Zukunft muss vermieden werden, diesen Weg umzukehren. Natürlich denkt man zuerst an den Geldtopf, der aufgehen sollte, um Projekte zu ermöglichen. Aber ich wünsche mir eigentlich, dass wir, auch wenn es unrealistisch klingt, natürlich unsere aktiven Bürger weiter stärken und unterstützen können und auf der anderen Seite durch geschickte Ansiedlungspolitik unsere Einwohnerzahl wieder steigern können,
weil das bedingt dann ja auch wieder mehr Einnahmen und das bedingt auch mehr Engagement und das bedingt dann auch wieder Leute, die sich in das städtische Leben einbringen. Also das wäre so mein Wunsch, dass wir durch geschickte politische Entscheidungen, durch gute Rahmenbedingungen uns auf jeden Fall weiterentwickeln können, um unsere Stadt in ihrer Entwicklung voranzutreiben. Sie hörten Denk ich an Schönebeck, ein Projekt des soziokulturellen Zentrums Treff im Rahmen der 800-Jahr-Feier der Stadt Schönebeck.